Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem zweiten Book Review. Heute geht es um David Allens Getting Things Done. Alle Sachen, die ich hier erwähne, alle Shownotes sozusagen, sind in der Description. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch in meinen Newsletter eintragt. Da bekommt ihr alle zwei Wochen eine E-Mail, in dem ich die Highlights des Contents der letzten zwei Wochen wiedergebe und Dinge, die ich gefunden habe, die spannend sind über Business, Selbstentwicklung, UX-Design, Selbstständigkeit. Zurzeit sind drei Leute in der Liste. Zwei Freunde von mir und Leon. Leon ist auch ein Freund von mir, aber Leon, mein Mitarbeiter, und Robert und Robin. Das heißt, wenn du jetzt als Vierter in die Liste kommst, dann genießt du Exklusivität, dann gehe ich auf deine Fragen ein, dann gehe ich auf dich ein. Jetzt kann ich das noch machen. In ein paar Jahren, wenn da 50.000 Leute drin sind. So viel dazu. Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn du dich einträgst. Zum Book Review. Ich werde ganz kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin, mein Ist-Zustand, was Selbstmanagement angeht. Dann gehe ich aufs Buch ein. Dann werde ich die Core-Prinzipien des Buches für euch kurz wiedergeben und ein kurzes Fazit dazu geben. Seid euch gewiss, das ist ein recht langes und auch in Anführungsstrichen trockenes Buch. Ich reiße die Grundideen nur an, dass mir liegt es einfach daran, euch wiederzugeben, euch so kurz wie möglich wiederzugeben, ob es was für euch wäre. Denn wenn es was für euch ist, dann könnt ihr euch das Buch durchlesen und wirklich vom Buch profitieren. Seitdem ich selbstständig bin, habe ich immer mehr Dinge zu tun und jetzt mit den Mitarbeitern. Und das jetzt nur business-wise. Neben dem Business habe ich auch andere Dinge, die ich mache und tue und erledige, wie jeder von euch wahrscheinlich. Und deswegen habe ich immer mehr damit gehadert. Also ich habe immer mehr versucht hinzubekommen und umzusetzen mit immer weniger Zeit. Irgendwann dachte ich, okay, man muss wahrscheinlich jetzt immer wieder wegnehmen. Ja, das stimmt bedingt. Von bestimmten Personen, die mit die produktivsten Menschen sind, die ich kenne auf der Welt. Tim Ferriss, Mike Matthews zum Beispiel, die haben immer wieder ein bestimmtes Buch empfohlen, immer aus ihrem Podcast, in Büchern, haben die das immer so angerissen, David Allen's Getting Things Done. Dann war ich neugierig und habe ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass David Allen 2002 ein Buch rausgebracht hat für Selbstorganisation und Selbstmanagement, was sich großer Beliebtheit in Businesskreisen erfreut hat. Das ist dann zur Go-To-Lektüre im Businesskreis geworden. 2015 hat er eine zweite Ausgabe des Buches herausgebracht, welches ein bisschen mehr auf die heutigen Arbeitsumstände eingeht, wie kein fester Arbeitsplatz, die Digitalisierung. Und er hat das Feedback der 13 Jahre mit berücksichtigt und hat Fragen der Leser adressiert und beantwortet. Das Buch beginnt mit sehr konkreten, mit sehr abstrakten Dingen wie Paradigmen, dass es wichtig ist, wenn man eine Unternehmung hat, dass man sagt, okay, man legt auf jeden Fall erstmal das Ergebnis fest. Und das legt man nicht mehr nur fest, dass man sagt, ja, ich möchte das und das schaffen, sondern wie sieht das aus, wenn du was geschafft hast? Wie sieht ein Projekt aus, wenn es abgeschlossen ist? Und da muss man sich drin üben, das wirklich zu visualisieren. Denn wenn ich mir ein gewünschtes Ergebnis visualisiert habe und mir vorstelle, genau wie das ist und wie das aussieht, dann kann ich erst die bestmöglichen Wege dafür sehen und herausfiltern. Das ist wie wenn ein Kumpel von einem einen roten Smart fährt und auf einmal siehst du nur noch überall rote Smarts. Und das ist halt genauso mit der Zielsetzung, mit der Visualisierung. Wenn ich etwas mir fest vorgenommen habe oder weiß, wie etwas aussieht und weiß, wie etwas sein muss, dann sehe ich auf einmal Lösungswege und Ansätze, die mir vorher verwehrt geblieben sind, wenn meine Zielfestlegung sehr schwammig und undefiniert ist. Das hat mir sehr zugesagt, das Beispiel, weil ich auch ein großer Fan bin von wenn man sich Dinge visualisiert und wenn man eine Vorstellung davon hat, wie etwas zu sein hat, dass man dann auch, dass es der erste Schritt ist, um das überhaupt möglich zu machen. Alles andere ist meiner Meinung nach ja, zum Scheitern verurteilt. Dann geht halt von sehr abstrakten Dingen zu immer konkreteren Dingen. Er beschreibt erstmal die Grundprinzipien und dann geht er darauf ein, wie das System konkret angewandt wird. Also seine Core-Message im Buch ist halt, dass unser Kopf dazu da ist, um Ideen zu entwickeln und zu haben, aber nicht um sie zu halten. Das heißt, dass unsere, ich schaue hier ein bisschen auf den Bildschirm, weil ich mir Notizen gemacht habe, das heißt, dass unsere Produktivität steht im direkten Bezug zu unserer Fähigkeit zu entspannen und zu relaxen sozusagen. Und das kann man halt nicht, wenn man versucht, alles gleichzeitig zu machen und viel zu erledigen und viel im Kopf zu behalten.
Und wenn unser Kopf klar ist und unsere Gedanken geordnet, dann gehen wir in eine, können wir auf eine bestimmte, dann können wir auf Dinge zurückgreifen, wie wir auf sehr, ein sehr großes kreatives Potenzial, was uns vorher verwehrt bleibt, wenn du ständig an viele Kleinigkeiten oder an viele Dinge denken musst. Und darum geht es ihm, dass man wirklich kreativ arbeiten kann und sein kreatives Potenzial entfaltet, indem man Systeme hat, die Dinge für einen festhalten und die einen rechtzeitig an Dinge erinnern und man selbst das nicht machen muss. Genau, und gerade heutzutage glauben viele Menschen, Multitasking sei was Gutes und man muss halt viele Dinge gleichzeitig machen. Ja, mache ich nebenbei, ich mache das nebenbei. Ich bin gar kein Fan davon, weil ich glaube, dass egal was man als Multitasker macht, das Ergebnis leidet immer darunter. Und es ist auch anstrengend, Multitasking. Es ist immer anstrengend, zwei Dinge gleichzeitig zu machen. Dann mache ich nichts richtig, beides so halb, aber am Ende bin ich nicht so. Und man kommt nicht in diesen Quote-unquote, wie es viele sagen, Flow-Zone. Ich liebe es mich. Wenn ich kreativ arbeite, in kreativen Prozessen, Konzepte für Kunden entwerfe, ich liebe es mich darin, also dass ich die Zeit vergesse, dass ich wirklich da einsteige und mich wirklich dem Problem annehmen kann und dann wirklich nach 1, 2, 3 Stunden vielleicht mit brauchbaren Ideen zurückkomme und mit brauchbaren Lösungsansätzen. Ich stelle euch jetzt einfach mal das Grundmodell vor und danach gehe ich nochmal auf die Nutzung des Modells ein. Also das Grundmodell wird in 5 Schritten unterteilt. Das erste ist halt, beginnt mit Captured. Das heißt, alles, was man angestaut hat, alles, woran man denkt, der ganze unnötige Ballast, mit dem wir herumlaufen, egal was es ist, sei es, keine Ahnung, wenn ich mir schon seit 5 Jahren vornehme, meinen Dachboden auszuräumen und das nie mache, aber trotzdem ist es irgendwo im Unterbewusstsein, irgendwie ganz in der Tiefe schwirrt es rum, ich müsste ja eigentlich noch meinen Dachboden und das saugt mir Energie aus, ob ich möchte oder nicht. All diese Dinge festhalten. Und David Allen beschreibt das, wie er es immer mit Managern macht. Einige brauchen dafür 5 Tage, andere 3 Tage, andere noch weniger oder noch mehr, aber wirklich alles festhalten. Nachdem man alles festgehalten hat, kann man das sichten und wirklich dann sagen, okay, ist das noch relevant oder nicht. Manchmal tut es unheimlich gut, sich von Dingen einfach zu lösen und zu sagen, nee, mache ich nicht. Die 10 Kilo, die ich schon immer abnehmen wollte, mache ich nicht mehr. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Das ist vielleicht viel weniger anstrengend, als sich das jedes Mal wieder vorzunehmen und jedes Mal im Januar wieder im Fitnessstudio zu landen. Das war jetzt nur so ein Beispiel an der Seite, aber dass man wirklich sagt, okay, ist das noch relevant für mich? Will ich das noch machen? Das ist der zweite Schritt, dass man wirklich die Sachen clarify, also klären, was zu tun ist. Und dann im dritten Schritt nennt er das organize. Die Sachen, die man jetzt, die nach dem Clarifying immer noch bestehen, die implementiert man in das System. Und das System hat einfach einen Eingang und dann kommt, is it actionable, kann ich was machen, ja oder nein. Wenn nein, dann als Referenz abspeichern, löschen oder irgendwann in Zukunft, dass ich daran erinnert werde durch mein System. Wenn nein, wenn es eine Handlung bedarf die Handlung, ist es kürzer, ist es schneller als in 2 Minuten erledigt, wenn ja, dann direkt erledigen. Und wenn nicht, dann, leitet man das weiter in eine nächste Liste. Und dann kommt Reflect, regelmäßige Sichtung seiner Listen, dass man regelmäßig schaut, okay, bin ich überall on track, was liegt an, was liegt nicht an, was ist erst in Zukunft akut. Und der fünfte Schritt ist dann wirklich das Ausführen, das Engage und die Dinge, die man festgelegt hat, ausführen. Es klingt wahrscheinlich sehr kompliziert. Nachdem ich auch das Buch gelesen habe, war es mir immer noch nicht 1 zu 1 klar. Und ich habe mir selber viele Flowcharts und Dinge aufgemalt und mir ein Kernsystem von ihm genommen und das für mich angewandt und habe viele Dinge weggeschnitten, die nicht zu mir passen, aber auch viele Dinge hinzugefügt, die dann zu mir passen, ohne das Kernprodukt zu ändern, sondern nur das Drumherum. Und dazu plädiert er auch im Buch. Und es ist halt wichtig zu wissen, dass es nicht ein Buch ist und ich lese es und ich bin von 0% Produktivität zu 100% Produktivität zur Output-Maschine geworden. So ist das nicht. Es ist ein Ankerpunkt, den man bekommt und das ist dann Work in Progress, weil so wie ich mich ändere, so wie meine Firmenverhältnisse sich verändern, die Mitarbeiter und meine Ziele als Person, nichts ist statisch, alles verändert sich. So muss auch immer das System angepasst werden. Aber nach einer Zeit, ich habe gemerkt, als ich das gerade angefangen habe zu verwenden, habe ich viel häufiger Anpassungen an mein System vorgenommen. Jetzt passiert das auch, aber viel, viel seltener. Und das System gewinnt jetzt an Fahrt. Und wichtig ist, dass man an einen Punkt kommt, an dem man dem System traut. Weil sonst ist die ganze Unternehmung witzlos. Wenn ich meinem System nicht traue, dann habe ich immer noch nicht mein gewünschtes Peace of Mind, um wirklich kreativ zu sein, um zu entspannen.
weil mein Kopf smart genug ist, um zu wissen, ah, ich weiß nicht, ob das System wirklich funktioniert, ich merke es mir lieber doch. Und das ändert dann nichts daran, nur weil ich es mir aufgeschrieben habe. Also wirklich, dass man am Anfang auch so ein bisschen, nachdem man ein System etabliert hat, dass man sagt, okay, ich vertraue dem System jetzt. Ich habe es mir jetzt aufgeschrieben und ich denke nicht mehr dran. Und das ist für mich immer noch eine Übungssache und da muss ich mich immer noch dran gewöhnen. Aber ich merke, wie es immer besser wird. Und ich glaube, mir fällt nicht auf, dass ich jetzt viel mehr Dinge gleichzeitig, nicht gleichzeitig, Multitasking ist schlecht, aber dass ich mich um viele Dinge kümmern kann und um viele Dinge, also viele Dinge erledigt bekomme, mit viel weniger Stress. Und daran merke ich schon, wie ich von dem Buch profitiert habe. Also als kleines Fazit, jeder der viel erledigen muss, viel machen muss, dem würde ich das Buch empfehlen. Aber wie gesagt, nur wenn die Absicht dahinter auch ist, dass man das System, was er vorstellt, implementiert und das dann auch wirklich ein bisschen Arbeit und Selbstmanagement auch erfordert, dass man sagt, okay, ich arbeite stetig am System, ich möchte, dass es besser wird, ich möchte, dass es gut wird, dann glaube ich, kann man echt von profitieren und man kann seine Produktivität wirklich zum nächsten Level heben und kann halt Dinge angehen und hat einfach, womit die mich eigentlich am meisten bekommen haben, einfach Peace of Mind, dass man häufiger nicht ständig dieses Grundrauschen hat und glaubt immer an tausend Dinge denken zu müssen, sondern sagt, hey, mein System ist on point, ich schaue meinen Eingang alle 2 Tage an, weil ich im Laufe des Tages alle Dinge, die mir in den Kopf kommen, in den Eingang packe und dann entscheide ich erst, was damit passiert. Und genau, ich werde einfach mal ein Chart, ein sehr bekanntes Chart über Getting Things Done in die Description verlinken. Das könnt ihr euch mal anschauen, damit ihr eine grobe Ahnung habt, wie das funktioniert. Wenn ihr euch danach noch interessieren solltet, das Chart ist nicht so schlimm, wenn ihr euch danach immer noch interessiert, dann könnt ihr euch vielleicht mal ein paar Blogbeiträge dazu durchlesen. Es gibt viele Blogbeiträge, die gut zusammengefasst sind. Das eigene Buch hat auch eine ganz gute Website. Und wenn euch das zusagt, dann würde ich sagen, nehmt euch ein bisschen Zeit, lest euch das Buch durch. Ich habe es mir angehört bei Audible. Versucht das wirklich zu implementieren für euch und ich verspreche euch, ihr werdet davon profitieren und viel mehr hinbekommen, als ihr es jetzt schon tut. So viel zu dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal. Wir laden jede Woche ein Book Review hoch und teilt das auch gerne mit Freunden, wenn ihr glaubt, ihr kennt jemanden, der viel zu tun hat oder der vergisst euch immer zum Geburtstag anzurufen. Teilt das Video und mich freut es, wenn Leute was daraus ziehen können und wenn ich Leute dazu bewegen kann, das Buch zu lesen. Und danke fürs Einschalten. Tragt euch im Newsletter ein, wenn ihr Lust habt. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet beim Book Review. Und danke fürs Einschalten.